es scheint, dass die Diskussion über die ökologische Krise, die anknüpft an die unmittelbaren Lebensbedingungen, an das, an den Boden unter unseren Füßen, an den Bäumen, die wir vor uns haben, besonders hilfreich ist, um zum einen ein Verständnis zu haben der Bedrohungen, die wir ausgesetzt sind, der Zerstörung unserer Naturbasis, aber auch, dass es sich besonders anbietet, um nach Lösungen und Beispielen einer Konversion, einer ökologischen Konversion zu suchen. Ich fürchte, dass im Zeitalter der Klimakrise, aber auch, und das ist ja vor allen Dingen also von Frau Professor Tappeiner, aber auch von anderen sehr gut herausgearbeitet worden, im Zeitalter des Schwindens der Biodiversität die Drangsal überwiegt. Aber wie ich auch schon gerade gesagt habe, alle Vortragenden wussten auch aufzuzeigen, was Möglichkeiten sind, um diesen Entwicklungen entgegenzusteuern. Das Problem ist immer dasselbe und begleitet uns in den Tublacher Gesprächen. Letztes Jahr haben wir über die Energiewende gesprochen. Vergrößert sich schneller der Problembestand oder vergrößert sich schneller die Kapazität, diese Probleme zu lösen? Im Moment scheint mir, geht diese Schere noch weiter auf, aber das muss nicht so bleiben und es ist ganz bestimmt kein Anlass für Katastrophenvisionen, sondern dafür zu schauen, was reale Handlungsmöglichkeiten für uns sind, für uns im Sinne von den Personen, die an den Tublacher Gesprächen teilnehmen, aber auch ausstrahlend auf den alpinen Raum und darüber hinaus, um zu erreichen, dass die Problemlösungsansätze stärker werden, als die Probleme selber anwachsen. Ja, beim Abschluss haben wir mit drei jungen Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future gesprochen und da musste ich zugeben, dass ich auch Neidgefühle verspüre darüber, mit welchem riesigen Effekt es ihnen gelungen ist, die Klimafrage in die öffentliche Debatte zu bringen, in Südtirol, in Italien, in Europa, aber auch weltweit. Wir, die wir damit seit Jahren und Jahrzehnten befasst sind, fragen uns natürlich immer schon, wie erreichen wir mit dem, was wir meinen erkannt zu haben und dem, was wir für notwendig halten im politischen, im ökonomischen Handlungsraum, wie erreichen wir die Entscheidungsträger, wie erreichen wir die Subjekte. Und da denke ich, sind die Tublacher Gespräche ein gutes Format, dass wir immer auch bei uns selber anfangen. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem, noch zu vermitteln, dass die ökologische Krise im Gange ist. Alle wissen wir, Biodiversität, Klimawandel, dass das ein Problem ist, sondern was erwarten wir von dir in deiner Rolle an praktischem Handeln, um dieses Problem zu verringern oder am besten zu lösen?